Moin Moin und willkommen zurück zur Platin Pokémon Soling Challenge. Mit Rudel. Hi. Und Muffy. Genau. Und Ute weitermachen. So. Aber Pfeffer ist jetzt auch schon Level 40. Das heißt, ich kann ihn erst nach vorne packen. Bei mir aus Grötchen ist nach vorne. Ja, einziger Level 47 ist Streus. Magnezone, oh Gott. Ja. Bullpix, ich hab Primils vorne, ist doch super. Warum beschwere ich mich? Liebbombe. Sollte aber nicht viel Schaden machen. Hm. Ja. Sag ich ja. Easy. Kamerupt. Ich glaube, Kamerupt konnte. Hatte das? Ja, zwei Orbsorber oder so? Ich glaube, da war irgendwas Böses. Ach so, ja, das weiß ich bei dir nicht mehr. Das weiß ich natürlich nicht. Ist das so schon? Hätte ich dir ja eventuell helfen können, aber. War das mehr speziell oder physisch-defensiv, weißt du das? Defensiv war es mehr speziell, glaube ich. Ich mag Drachenklaue. Hab ich den Schutz schon wieder? Ach, es ist Level 48. Ja, es zieht über die Hälfte ab. Flammensturm sollte okay sein. Ja, 21 ist nicht viel. Hi, Tyra, setzt Lichtschild ein. Ist klar, hi, Tyra. Das Ding, was? Das hat nicht gereicht. Was? Zertrümmerer hat nicht gereicht. Ja, kann passieren. Boah, Heitaira setzt Risikotackle ein. Dem Angriff, das macht halt keinen Schaden. Und schau, Heitaira. Ui! Level 48, Heitaira. 1700. 1700 nur? Ist halt zweimal, oder? Ist halt nicht im Trainerkampf, ne? Ach so. Ist nicht im Trainerkampf, das ist ja auch wild. Das bringt dann ja weniger. Krass. Das ist Level 24 bringt halt 1300 im Trainerkampf. Ich hab jetzt natürlich auch keinen Dingens, ne? Aber. Oh nein. Ich lore, warum Doppelteam? Oh, es mag dich, es mag dich. Das will ich zweimal umarmen. Das will ich zweimal umarmen, deswegen doppeln. Ich will nicht, dass es mich umarmt mit den Klingen, das tut dann weh. Hau ihm eine rein! Klingensturm! Klingen, ach, das ist das. Oh mein Gott, das ist da wären wir. Da wären wir wieder bei dem Thema halbieren. Genau. Scaraborn! Ich hätte eine Flugattacke, aber Streusel ist schon Level 47. Aber Scaraborn kann wehtun. Oh ja, Scaraborn kann ziemlich wehtun, das stimmt. Ich weiß nicht, ob ich Hotdog da reinschicken will. Scaraborn ist viel. Ja, nee, da will ich Hotdog nicht reinschicken. Aber auf der anderen Seite, wenn Scaraborn sowas wie Vielender macht, ist natürlich. Aber ich weiß nicht, wie sind Galoppas Verteidigungswerte? Eher speziell oder was? Ja. Ach so. Sind beide nicht so rosig, glaube ich. Okay. Aber Verteidigung definitiv schwächer. 63 Verteidigung. Na gut, Spezialverteidigung geht mit 94, aber 63 halt normal für Kill. Na gut, okay. Windbeutel. Oh, macht das viel Konter? Die macht Konter. Ich dachte, Konter hat eine Wirkung auf Geist, aber hat es doch nicht. Das hattest du doch nachgelesen sogar. Ja! Hat es doch nicht. Okay, ist doch nice. Ja, ist nice, aber. Oder habe ich mich verlesen? Wollte ich nicht öffnen. Ich weiß es nicht.
Ich habe mich auf jeden Fall versprochen. Nee, das ist Quatsch. Konto. Konto, Volltreffer haben. Ach, Generation 1. Aha! So, der ersten Gen nur? Oder was? Ja. Aha. Wird ein Item auf den Gegner angewendet, kann der Anwender mit Konton dieses Item kontern. Dabei wird dem Gegner Schaden und zufällig erhöht. Was? Was? Was ist da los? Ich weiß es nicht. Aber ja, Konter ist schon witzig. Fährt bloß nach vorne. Oh. Matrose! Oh mein Gott, ein Tohaido. Sehr intelligent von mir. Ich sollte überleben, was er macht. Knirscher auf jeden Fall. Axler sollte es vielleicht sogar rausnehmen. Ich meine, es hat kaum Verteidigung. Guter Lander soll bitte auch eine Antikraft von ja. Amoroso überleben, oder? Amoroso ist, glaube ich, speziell. Ich weiß es nicht. Okay. Dass ich es überhaupt drin gelassen habe, schon wieder. Wäre das ein Crit gewesen und eine bessere Roll, falls das nicht die Max-Roll war, dann wäre das schon wieder... Mann! Schon wieder unvorsichtig. Ah, fuck. Nicht gut. Aber immerhin habe ich dann rausgewechselt. Ein Kürbis ist schneller als Dummy. Was? Konfu-Schrei! Immerhin kann es nichts anderes. Aber es ist Konfu-Schrei. Ja, ich weiß. Glaub mir, ja, ich weiß. Aber. Ist so. Ach nee, eben nicht ist so. Entschuldigung. Es kann Genesung. Ach, ups, es kann doch was anderes. Okay. Ich weiß, hatte Dummy spezielle Verteidigung oder physische mehr hat? Beides ausgeglichen. Okay. Und ich wollte auch nicht. Ich verletze mich selbst. Es können auch Sternenschauer. Das ist Amoroso, noch eins. Ja, dann haut ihr diesmal direkt auf die Schnauze, ne? Wenn die jetzt Fiebel. Blauer. Das wird ungefähr so viel. Okay, noch ein bisschen mehr Schaden. Turbodreher. Also es kann Turbodreher, Sternschauer, Genesung und Konfustrahl. Hm, das ist ja süß. Ja. Bei Sternschauer ist ja sogar gar nicht so schlecht. Dann ja, das hat relativ gut Schaden gemacht. Ein Pelipper! Mann. Da kommt Windbeutel da rein. Wer kann den? Was ist denn das? Donnerhieb. Donnerschlag. Oh. Amoroso wurde gerade nicht halbiert, sondern komplett geplättet. Und zwar nicht mit dem Holzhammer. Also alles gut. War nur ein Karateschlag. Ach nein, eine Aurasphäre. Ist eine Kampfattacke. Muss ja irgendwie. Keine Ahnung. Ich weiß. Tschüss, Philippa. Ich würde eventuell auf jeden Fall einmal Käse heilen. Das wäre super schön. Danke sehr. Er sagt, ich bin schockiert. Ich hab sein letztes Pokémon mit dem Donnerschlag gesehen. Seriously? Sag das so fast, ey. Ich kam hierher, um Pokémon-Liga zu machen, ne? Scha. Genau das heißt, den hatte ich gerade besiegt. Alle 8 Orden oder was, ey? Oh, Tohaido. Um die Puckeliga zu sehen. Nee, ne? Der Matrose, oder was? Ja. Ja, der hat mit Tohaido angefangen. Ja, bei mir auch.
Level 40. Ja. Donnerzahn. Oh, Rosana. Rosana sollte mir nicht so viel können. Body Slam. Corazon ist auch wieder Gestein, ne? Gestein, Wasser, ja. Ja. Ich weiß nicht, was es lernt, also Baguette, komm. Tu es. Tu es, los, tu es, tu es, los, tu es, tu es, tu es, los, tu es, tu es. War vielleicht gar nicht so schlau ausgerechnet, Baguette zu nehmen, aber. Elixier? Kann ich was Effektives? Metallklaue auf Stein effektiv? Ich glaube nicht. Durch das Wasser Nebentyp? Nein. Ach so, sonst schon? Ich glaube ja. Ich vergesse immer, dass Wasser Stahl resistiert. Ich hätte es eher andersrum gedacht, aber andersrum ist es ja nicht so, oder? Nee. Stahl resistiert Wasser nicht, aber Wasser Stahl, das ist halt. Dann kann ich auch Surfer machen einfach. Das ist richtig, trifft neutral. Ja. Macht viel mehr Schaden. Weil Baguette halt, das, ja. Ja, viel, spezieller. Oh, richtig. Stimmt. Ein Stollrad gegen meine Erdnuss. Trapo ist Kampfwasser, ne? Ja. Mach ich mit Pfeffer, sollte klar gehen. Oh, zwei Schaden. Krass. Bodycheck von Stolrak hat zwei Schaden. Oh, die AP meiner Psychokinese. Eine habe ich noch. Danach. Kupitar. Krass. Kann Kupitar mir schon mächtig wehtun? Ich weiß es nicht. Na, könnte er weiß. Ich setze mal den Beutel ein, er hat einen Eishieb. Oh, er ist schockiert, aber damit habe ich ihn gar nicht mit einer. Oh Manu, das war langweilig. Das Ding ist, normalerweise ist es ein Wassertrainer, das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering, dass man Elektroattacken will. Mhm. Schon wahrscheinlich mit Absicht, also not bad. Gut, Matrose sind nicht unbedingt nur Wassertrainer, die haben manchmal auch einfach Kampf-Pokémon oder sowas. Ja, okay. Aber wenn man so einen Spruch ins Spiel einbaut, dann sollte man schon daran gedacht haben, oder? Ja, manchmal machen das auch vielleicht Elektrotrainer. Ja, das ein wildes auf der rechten Seite oben noch was, weißt du das? Auf der rechten Seite oben? Ja, da ist ein Item. Mit dem Matrosen meinst du? Ja, genau. Geh ich da nochmal hin. Flucht gescheitert! Ja, Hightower Level 47. Alter, was ist hier los? Das sind so wilde Pokémon. So, Käse, komm. Reicht der raus oder reicht es nicht? Das sollte ausreichen. Ein Shellterror. Okay. Könnte Erdbeben. Es hat saumselig. Ach was. Ich will meinen Hotdog da auch nicht reinsetzen. Kürbis, ja. Windbeutel ist wieder dran mit seinem Icy. Igelsamen, okay. Das geht noch, glaube ich. 13 Schaden. Icy. Ach, das Item habe ich schon erst eingesammelt und bin dann zum. Oh. Ja. Ich wusste, dass da was war. Ich hab's doch schon wieder vergessen. Oh Mann. Das darf doch nicht wahr sein. Und hier ist schon. Oh! Schutz wird nicht mehr, ups. Theoretisch können wir schon für das Gebiet Pokémon-Liga was fangen. Echt? Hm. Kurz vor dem Wasserfall ist man in dem Gebiet. Okay, also ich habe noch mindestens zwei Trainer vor mir, sehe ich gerade. Aber ich weiß halt nicht, ob hier andere Pokémon vorkommen. Das weiß
weiß ich auch nicht. Das könnte man mit dem ersten Encounter ja sonst schon sehen. Aber vielleicht müsste man das fangen, ne? Was mache ich denn dafür einen Quatsch mit gerade schon wieder? Also du hast noch zwei Trainer vor dir, sagst du? Ja. Ich habe gerade eine Minute damit verschwendet, durch mein Inventar zu scrollen und dann auch noch im Falschen. Also wenn du die relativ schnell kriegst, dann könnte man noch einen Pokémon fangen. I try my best. Ich meine, ein Pokémon Nocturne, okay. Aber ich habe Käse vorne. Ich setze Fliegen ein. Das sollte schon gut Schaden machen. Ich hoffe, es trifft. Attacke gegen daneben. Oh, ich muss aufpassen. Hä? Was? Wenn Fliegen jetzt nicht killt, dann könnte ich von Nocturne doch einen Ice Heap abbekommen, oder? Ja. Aber es killt. Oh, Mann. Okay, erster Trainer weg. Da liegt noch ein Item. Gifttafel, okay. Und da ist noch eine Trainerin. Ich hoffe, das sind nur die beiden. Ich weiß es nicht. Also, Nacken bei den Matrosen da, weißt du? Hm. Sind, glaube ich, nur zwei, ja. Bin mir gerade nicht mehr so sicher. Ein Badewettbewerb? Was? Hier zwei Pokémon. Ein Draschel. Das sollte ich relativ einfach rausnehmen können. Mit Käse. Mit Feuerodem. Wenn du das sagst. Ja, definitiv. Verteidigung von Münzen nicht so willst. Den muss ich schon ein bisschen aufpassen. Jetzt kommt dann als nächstes Knarksel. Ja, das sollte auch kein Problem sein. Download von Knarksel erhöht den Angriff. Super. Ein Knackrack mit Download und erhöhtem Angriff wäre schön. Als Gegner garantiert. Das wäre krass. So, Trainerin besiegt. Ist da ein... Ah, nee, da ist noch einer. Und Überreste Nummer 3. Nice. Echt, war noch ein Item. Ein Schwimmer ist da noch. Ich weiß nicht, was danach noch kommt, aber wenn du schon sagst, es waren eventuell nur noch zwei, außer ein wildes Pokémon kommt noch. Ich glaube, der Schwimmer hat auch nur ein Pokémon. Das war bei mir das Shellterra. Ah, okay. Hi Tyra, danke. Lass mich mal bitte. Das ist Level 48. Und dann sieht es schon danach aus, als wäre da ein Eingang zu irgendwas. Also scheint das der letzte zu sein? Hm. Ich hoffe natürlich, das wird entspannt. Na, 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 na. Ja. Hm. Voltaguss ist jetzt an sich nicht schlimm, aber ich glaube, mit Käse kann ich nicht viel dagegen machen. Wahrscheinlich. Ja, das wäre Quatsch. Ich wechsle auf Zwiebel. Ja. Mario doch. Baguette könnte aber auch. Ist ja Gestein, ne? Mhm. Ach nee, Wasser war ja starr. Och, ich hasse das. Nein, andersrum. Es ist doch richtig. Ich wechsle Baguette rein. Boah. Konzentration ist da. Naja. Wo? Ja, keine Ahnung. Wohin genau? Ich guck mal da, wohin genau. Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Soll ich schon mal gucken, was ich haben könnte? Ja, mach mal. Oh, oh. Was? Metallstoß. Oh, oh. Mit Baguette. Tot? Ja. Weil Bolterus davon nicht gestorben ist. Hätte ich Zwiebel genommen und Aurasphäre gedrückt, hätte es gereicht. Oh. Ich muss gerade mal. Ach man. Knospi ist das gut? Das vergessen hab einfach. Scheiße. Letzter Bild. Trainer jetzt nochmal eben Pokémon fangen und dann. Killt der rein. Okay.
killt er einfach meinen Polion. Was war das verbunden? Das war verbunden mit Philippa-Streusel. Okay. Also, ich finde das jetzt nicht so dramatisch. Ja, ich finde es schon ein bisschen schade, war schon ein cooles Pokémon auf jeden Fall. Ja, aber, definitiv. Ey. Okay, das ist kein Tubes. Okay. Was ist es dann bei dir? Ein Knospi. Oh, cool. Dann schaue ich auch mal. Hast du geangelt oder gesurft? Gesurft. Okay. Level 33. Eben Schutz angemacht, also ich bin erstmal weg. Och, schade, das ist jetzt doch ein Pokémon. Vor allem eigentlich wusste ich, dass er das ja lernen kann auf dem Level schon, weil ich ja eins hab selber. Sensibel gegenüber Wetterveränderungen. Spürt Muffy die Wärme der Sonne, erblüht seine Knospe. Das ist kein Dupes, oder? Meditieren. Was? Nee, hat man auch nicht. Oh, dann meditieren. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Ja, ist auch ein cooles Pokémon. Zwiebel haben wir schon. Ja. Ja, ich weiß, wie ich es nehme. Ist ja gemein. Warum? Weil du noch keinen Namen für Knospi hast. Trudel trainiert tief in den Bergen. Erhöht er seine spirituelle Kraft durch Meditation, kann er schweben. Ja. Du hast schon einen Spitznamen, hast du gesagt. Dann hau mal raus. Knoblauch. Ach du Heilige. Keine Zwiebel in einem Knoblauch, alles klar. Passt wunderbar. Stimmt, ich habe gar nicht geguckt, ob es passt. Weiß ich nicht. Meint er auch einfach zu Kopf des Pokémon. Aber es sollte eins frei sein. Kann gut sein. Ja. Ja. Mais. Mais? Mais, ja. Mais ist cool. Ich flieg da mal zurück, ne? Ich guck mal noch eins, wer den Counter, was hier noch mitkommt. Na, hätte ich vielleicht auch noch können. Wenn was kommt, ich guck nur noch einen Encounter. So. Und es wäre ein Tubes. Schillock Level 50. Alter! Dings Level 30? Oder 32 oder was? 33. Was wieder 33? Mit die Tier 34, glaube ich. Ja, gut. Na, mal gucken. Vor allem, ich dachte so, ja, dann nimmst du halt Empoleon, ist safer, falls er eine Bodenattacke kann. Hab ich gerade nicht im Kopf. Und dann kommt sowas. Ach man. Ja, schade, so Baguette. Hat sie viel ausgehalten. Reingehauen, das war eigentlich voll cool. Ja. Schade. Wirklich schade. Ich mag das Pokémon sehr gerne. Surfer-Pokémon. Ärgerlich. Vor allem. Okay. Willst du zuerst oder ich zuerst? Achso, wir müssen ja verabschieden. Erst zu verabschieden, ne? Hab ich gerade gemacht.
Streusel? Ich habe noch nie wirklich einen Clipper benutzt. Es war eigentlich ganz cool, mit Hortor und so hat es extrem viel ausgehalten. Mit Ruheort dann wieder hochgeboostet. Es hat einiges gemacht, ich konnte es immer mal mit reinwechseln, falls ich in der Bredouille war. Schade, dass es jetzt leider vorbei ist. Tschüss, Streusel. Metallstoß. Mann. Ja. Und wir haben zwei neue. Genau. Ja. Mais. Genau. Hitziges Wesen hat Knoblauch. Hitzig. Hitzig ist Spezialangriff hoch, Spezialverteidigung runter. Okay, Spezialverteidigung runter ist jetzt nicht so schön. Oh lol. Was? Leider als Mediti und nicht als Meditales. Fähigkeit Mentalkraft. Dann entwickelt es nicht. Dann sind die Verteidigungswerte schlechter und es soll schon überleben. Also wahrscheinlich will ich Drache entwickeln. Turmkick, Kraftwelle, Gedankengut und Offenlegung. Alles klar. Okay. Ich muss gerade echt nochmal gucken. Ich hab's eben geguckt, aber ich hab's schon wieder vergessen. Ach ja. Mais, es hasst dich. Innet hoch, Verteidigung hoch runter. Was glaube ich ja. Es hat Plus! Aber ja, es wird nicht Plus bleiben. Es hat mega sauber Stachelspur, Nassmacher und Bogensamen. Nee. Mal gucken, was daraus noch wird, vielleicht. Wir müssen sowieso gucken, was wir jetzt erstmal ins Team nehmen und ob wir unser Team umstellen. Also ich hätte gerne schon noch andere Pokémon dabei. Würde ich sagen. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.